So, weiter. Genau, funk du. Oder funkst du mit unserem Typen da drin? Langsam glaube ich, wir können gewinnen. Ich würde dem Gliedsoldat lässt sich hochheilen. Gut. Bist du immer noch kritisch? Ja, ich glaube, du bleibst auch kritisch. Ja, hier. Biff. Du bist unser Held und gehst ja, damit. Ja, ich höre. Unsere Leute stehen hier selten dämlich rum und treffen nichts. Ja, hier. Hey, ein Glück, dass du hier den Durchgang blockierst. Biff stellt sich hinter dich. Au. Mr. Schlecht, kannst du mal hier bleiben? Du denn jetzt hin? Du bist verwirrt. Du willst dich nicht mehr weiter heilen lassen, alles klar. Verwirrung pur. Ja, hier. Biff, geh zu dem Baum hier. Ja, ich höre. Und bewach diesen Baum mit deinem Leben. Oui. Vielleicht hättest du weiter an Fräulein kritisch rumoperieren sollen. Au. Eieieiei, zieht sich das. Einmal frage ich mich, was mit den Milizsoldaten nicht stimmt. Na komm, verarzte hier weiter. Ja, hier. Biff, du schlängelst dich von Baum zu Baum, hab ich gehört. Yes, die Soldaten treffen ja gefühlt alles. Oder halten die Florence für so eine Art Anführer? Genau, dem Feind den Rücken zuzudrehen ist auch immer eine gute Idee. Ja, hier. Biff, schaffst du es jetzt durch diesen Baum hier? Oh, Mist! Ist in Ordnung, Biff. Hinter dem Baum bist du sicher. Aui? Aui? Na komm, heile Fräulein kritisch weiter.
du mit deinem Funkgerät, was rennst du da noch rum? Genau, geht so dicht dran, dass ihr leicht getroffen werden könnt. Das ist immer eine Optimopti-Idee. Oui. Ja, hier. Biff. Nun gut, dann kannst du von hier aus deine Zielübungen machen. Oui. Ich glaube, vorher kritisch werden die heute nicht mehr Hochgehalt bekommen. C'est bon. Also komm da mal mit. Sehr schön. Das nochmal, Mr. Kritisch. Oui. Weiter. Mais oui. Mais oui. Zumindest blockierst du hier nicht die Tür. Ja, hier. Du bist ja mutig. Na dann. Ist es der letzte von denen? Ich glaube nicht, oder? Würde mich wundern, wenn das der letzte wäre. Ja, hier. So. Das ist ja auch schon kritisch beisammen. Bei unserem Glück schießen wir der nur in den Rücken. Quatsch, nix Mist. Uiuiui. Ja, hier. Na komm, geh mal einen Schritt näher ran. Dann schießt du. Zum Knie unserer Miliz in den Rücken. So, was funkst denn du? Gib doch mal Statusbericht. Ja, hier. So, Florence. Wegen dem ist der Weg geblockiert, oder was? Ein Traum. Ja, hier. Wow, das dachte ich mir. Ist das passiert? Très bon. Das war's. Gibt es nicht mehr. Oui. Kann ich dich zusammenflicken, bevor du wieder verblutest? Komm, Beeilung. Hallo. C'est bon. Oh.
Biff, guck dich mal ja, um. Hier. Ja, höre. Ja, höre. Eins ist hier verblutet. Da drüben. Da drüben. Oh, guck mal. Hat trotzdem was gefunden. Erste-Hilfe-Kasten für Biff. Ja, hab ich. Ziehen wir uns mal schnell um. Ja, ich höre. Ja, höre. Ja, höre. Sonst hatten die nichts dabei. Ja, ich höre. Ich bin enttäuscht. Ja, ich höre. Die Glock 17 wird dir nicht viel bringen, wenn du nicht genug Munition dafür hast. Ja, hab ich. Nur 5 Schuss. Ich meine, eine Waffe ist eine Waffe. Ja, ich höre. Dann sammeln wir uns mal hier wieder beim Tor. Ja, höre. Oui. Biff, Beeilung. Gut, Biff, du trainierst dann wieder die Miliz weiter. Und Flo, du übst weiter deine Treffsicherheit. Leider keine Beförderung. Was machen wir jetzt? Das muss ich mir wirklich dringend überlegen. Schon wieder 2 Tage von unserem neuen Vertrag verschwendet. Und da liegen noch mehr Sachen rum, sagst du? Moment. Biff. Ach, du musst eins weiter runter. Ja gut. Was haben wir denn hier übersehen? Klar, ein paar Sachen, die man gut gebrauchen kann, aber ja. Das war's dann auch wieder. Ja, nehmen wir noch ein bisschen von dieser Munition hier mit. Ich muss mir jetzt wirklich dringend überlegen, was wir als nächstes machen. Weil zu lange können wir hier nicht mehr ausharren. Wir haben keinen Werkzeugkasten, um das Ding hier zu reparieren. Meine Schnuffel, ich würde mal sagen, wie es weitergeht. Erfahren wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ob ich mich jetzt wieder zurückziehe nach Drassen, mich dort heilen lasse oder ob ich die beiden da mitnehme oder ob ich hier noch 1-2 Tage warte und dann rüber zur Mine gehe. Und ja, bis ich das überlegt habe, sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Tschö! Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze.